whoa, whoa. We've been weaving on the road, 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 road. From the go, hit my glow, glow, glow. You know we've been down for too long to give up. Can't go, I need all pesos, want it all. Case closed, I could browse to the wild, can't hold. To the ball game over, these boys can't hold me. You boys can't hold us, I told you. Better not be the one to doubt us. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Review. Der letzte, beziehungsweise der erste Pay-Per-View. Royal Rumble ist in diesem Jahr gestartet. Ist schon ein paar Tage her. Letzten Sonntag war es soweit. Ja, das Video kommt ein bisschen später, weil ich einfach keine Zeit hatte, das aufzunehmen. Und ja, wir lassen die ganze Veranstaltung mal ein bisschen Revue passieren. Es ist die Road to WrestleMania, das heißt, es geht steil auf das größte Event des Jahres zu. Schon im April wird es soweit sein, aber es ist die Großveranstaltung schlechthin, WrestleMania. Meine Lieblingsveranstaltung ist der Royal Rumble, weil ich die Royal Rumble Matches gut finde. Und zum allerersten Mal gab es den Damen Royal Rumble, wo 30 Womens dabei waren. Und sie alle sollten auf jeden Fall Geschichte schreiben, weil es natürlich der allererste Damen Royal Rumble war. Und es waren auch 30. Ja, man hatte erst vermutet, es sind ein bisschen weniger als bei den Männern, aber insgesamt ist man trotzdem auf 30 gekommen, obwohl sich einige Diven im Vorfeld verletzt haben. Zum Beispiel Paige, die sich verletzt hat, oder Alicia Fox, die sich verletzt hat, konnten nicht teilnehmen, aber sie haben mehr als würdigen Ersatz gefunden. Aber beginnen wir am Anfang, da waren natürlich die Dark Matches, beziehungsweise die Matches aus der Kickoff-Show, die ich selber nicht gesehen habe, die gehen wir schnell durch. Das erste war Kalisto, Lince Dorado und Gran Metalik haben TJ Perkins, Jack Gallagher und Drew Gulak besiegt. Keine Ahnung, wie das Match war, auf jeden Fall haben Kalisto und Co. gewonnen. Dann gab es das Tag Team Match The Revival gegen den Bella Club, also Karl Anderson und Luke Gallows, gegen Scott Dawson und Dash Wilder. Scott Dawson und Dash Wilder konnten sich hier durchsetzen, also The Revival weiter auf dem Vormarsch. Und dann ein bisschen blöd, dass es das Match nicht in die Hauptshow geschafft hat, denn es ging um den United States Titel von Bobby Roode gegen Mojo Rawley und Bobby Roode konnte seinen Titel Gott sei Dank gegen den stinklangweiligen Mojo Rawley verteidigen. Wann wird der endlich gekickt aus WWE? Also Mojo Rawley ist echt so der langweiligste Typ, der da rumrennt. Aber okay, Gott sei Dank hat er nicht gewonnen und im Kickoff wäre sowieso eine Blamage gewesen. Dann hat das Match, die Veranstaltung aber richtig angefangen und zwar mit dem Match AJ Styles gegen Kevin Owens und Sami Zayn, ein Handicap-Match um den WWE-Titel. Das heißt, AJ Styles verliert und es gibt einen Co-Champion, also ja, Kevin Owens und Sami Zayn wären tatsächlich koexistente Champions gewesen, also beide. Beide hätten diesen Titel gehabt. Ich weiß nicht, wie WWE das umgesetzt hätte, wenn sie gewonnen hätten, aber AJ Styles konnte sich da zum Glück durchsetzen. Ich brauche keinen Kevin Owens als Champion im Moment und ich brauche vor allem keinen Sami Zayn als Champion, obwohl er als Heel-Wrestler, jetzt wo er ein Arschloch ist, irgendwie doch besser ist. Aber egal, AJ Styles konnte seinen Titel verteidigen. Dann gab es ein 2-out-of-3-Falls-Match um die WWE SmackDown-Tag-Team-Titel. WCW, das ist Wunschdenken gewesen. Die Usos mussten ihre Titel verteidigen gegen Chad Gable und Shelton Benjamin. Und sie haben es tatsächlich geschafft, 2-0 zu gewinnen. 2-0 bei 2-out-of-3-Falls, meistens geht es 2-2 und dann der letzte Fall entscheidet. Diesmal ist es echt ein 2-0 gewesen. Einmal per Superkick und einmal so ein Einroller und dann war es erledigt. Das Match war aber wirklich gut. Also Tag Team Matches, Usos und Chad Gable und Shelton Benjamin, richtig, richtig gutes Match. Übrigens AJ Styles gegen Kevin Owens und Sami Zayn war auch ein sehr, sehr, sehr gutes Match. Das müssen wir nicht sagen, das sind alles Top-Wrestler, aber ich brauche sie trotzdem gerade nicht als Champions. Ja, und dann ging es schon los mit dem Royal Rumble der Männer. Ziemlich überraschend, dass das so früh kam. Ich dachte erst, das wird später in der Show kommen. Aber das dritte Match war schon das erste Royal Rumble Match. Und ich muss echt sagen, so leid es mir tut, es war lang, es war über eine Stunde. Ja, knapp über eine Stunde. Ich weiß nicht, wie viel über eine Stunde, aber über eine Stunde. So, und wenn ich noch einmal über die Stunde sage, dürft ihr ein Dislike dalassen. Auf jeden Fall ein guter Royal Rumble. Ein echt ein guter Royal Rumble, aber auch nicht, boah, es fällt mir schwer, es war ordentlich, er war gut gebookt, das Ende war auch gut gemacht, aber ja,
Es war so, der war mir zu langweilig insgesamt. Es war nichts Besonderes, finde ich. Es war kein besonders guter Royal Rumble. Er war ordentlich. Und Strich drunter. Ich habe schon schlechtere gesehen, aber ich habe natürlich auch schon bessere gesehen. Aber natürlich gab es die ein oder andere Überraschung. Zum Beispiel The Hurricane. Auf einmal taucht The Hurricane auch auf, auch wenn es nur sehr, sehr kurz war und er blitzschnell von John Cena eliminiert wurde. Aber war trotzdem cool, The Hurricane mal wieder zu sehen. Aber die größte Überraschung, oder auch eine Überraschung, sagen wir mal, war Dolph Ziggler. Dolph Ziggler ist einfach mal wieder zurückgekehrt, nachdem er seinen United States-Titel, nachdem er ihn gewonnen hat, einfach in den Ring geschmissen hat und quasi seine Karriere beendet hat. Nein, ist natürlich nicht beendet. Dolph Ziggler ist aufgetaucht. Hat, glaube ich, auch Goldust rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, ob er noch einen rausgeschmissen hat. Auf jeden Fall hat Finn Bella Dolph Ziggler eliminiert. Und Finn Bella war als zweites im Ring, also eigentlich auch als erstes, also von Anfang an. Und hat auch sehr lange durchgehalten. Und die größte Überraschung für mich war auf jeden Fall Rey Mysterio. Rey Mysterio ist zurückgekehrt und noch überraschender als seine Rückkehr war sein körperlicher Zustand. Also Rey Mysterio war extrem fit auf einem sehr, sehr hohen körperlichen Level, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Ich habe ihn zwar bei Lucha Underground gesehen, fand ihn bei Lucha Underground auch eher nicht so stark auf so einem hohen Niveau, aber beim Rumble extrem fit. Und man munkelt, dass Rey Mysterio vielleicht noch weiter beschäftigt wird. Es soll wohl ein One-Night-Only-Auftritt gewesen sein von Rey Mysterio, aber die Offiziellen sind begeistert von seinem Zustand und deswegen ist es möglich, dass wir ihn jetzt doch langfristig sehen werden. Aber das steht noch nicht fest. Wäre auf jeden Fall cool, fit ist er nämlich. Und zu guter Letzt waren die Wrestler John Cena, Roman Reigns und Shinsuke Nakamura im Ring. Natürlich wurden John Cena und Roman Reigns extrem ausgebuht. Natürlich die Crowd unter aller Sau gewesen, aber Shinsuke Nakamura wurde immerhin bejubelt. Er hat es auch tatsächlich geschafft, John Cena rauszuschmeißen. Dann sah es ein paar Mal so aus, als würde Roman Reigns rausfliegen, hat sich immer wieder gehalten und letzten Endes ist er trotzdem rausgeflogen und Shinsuke Nakamura hat völlig verdient, muss ich dazu sagen, völlig verdient den Royal Rumble gewonnen und auch direkt die Ansage gemacht, dass er gegen AJ Styles antreten möchte bei WrestleMania. Das heißt, sollte nichts ganz Blödes passieren in den Wochenshows und AJ Styles irgendwie den Titel verlieren, dann werden wir das absolute Traummatch AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura bei WrestleMania sehen. Und da würde ich mich extrem drauf freuen. Dann ging es weiter mit dem Raw Tag Team Titelmatch The Bar gegen Seth Rollins und Jason Jordan, die die Champions waren. Und ja, sie waren die Champions, denn The Bar hat sich den Titel zurückgeholt. Das war auch ein gutes Match. Ich habe schon bessere Matches zwischen den beiden Fraktionen gesehen, aber ja, The Shield plötzlich ohne Titel. Ja, Roman Reigns hat ja seinen Intercontinental-Titel wieder verloren gegen The Miz und jetzt ist es auch passiert, The Bar ist wieder Tag Team Champion. Sehr cool, sehr, sehr cool. Dann gab es das Three-Way-Match um den Universal-Title, Kane gegen Braun Strowman gegen Brock Lesnar, also ein Three-Way-Match halt. Brock Lesnar war der Champion. Und ich nehme es vorweg, er blieb der Champion. Das Match war nicht sonderlich lang, das Match war echt nicht sonderlich gut und Brock Lesnar, boah, ich kann ihn auch nicht mehr sehen als Champion. Es mag eine Bestie sein, aber ehrlich, bitte, bitte, Braun Strowman ist erstmal so überhyped. Er wurde aber nicht gepinnt, also Brock Lesnar hat Kane am Ende besiegt und Braun Strowman stand auch nach dem Match wieder im Ring auf den eigenen Beinen. Aber es gab halt nicht da den Titelwechsel. Natürlich nicht. Sie heben sich das natürlich auch für WrestleMania auf, war auch irgendwie klar. Wäre aber schön gewesen, wenn der Titel trotzdem gewechselt hätte. Wäre eine Überraschung. Und dann endet auch schon die Veranstaltung mit dem Royal Rumble Match der Damen. 30 Damen, ja, haben mitgemacht und ich weiß gar nicht, ich glaube Nia Jax oder die gute Frau des Undertakers, Michelle McCool. Ja, Michelle McCool war tatsächlich im Rumble mit dabei. Eine von beiden hat die meisten Eliminationen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine von beiden hat die meisten Diven rausgeschmissen. Es kann auch sein, dass es gleich viele waren. 4 oder 5 Eliminationen, richtig stark, alle beide. Auch Michelle McCool, in was für einer unfassbar guten körperlichen Verfassung sie ist.
Hat mich überrascht. Aber der Damen Royal Rumble war, glaube ich, knapp unter einer Stunde, aber trotzdem sehr lang. Und sie haben alle Geschichte geschrieben, was ich extrem geil fand. Sehr, sehr viele Diven aus den aus der Attitude-Era waren dabei. Michelle McCool zum Beispiel. Es ist der erste Rumble und sie haben es sich auch verdient, in diesem ersten Rumble zu stehen, weil sie einfach sehr viel für die Damen-Division getan haben im Wrestling und deswegen völlig verdient. Ich lese mal vor, wer dabei war. Alphabetische Reihenfolge übrigens. Natürlich war Asuka dabei. Bayley war dabei. Becky Lynch. Die neue Hall of Famerin Beth Phoenix durfte antreten. Brie Bella kam zurück. Ich weiß nicht, ob es für eine Nacht war. Auf jeden Fall kam Brie Bella zurück, die ironischerweise von ihrer Schwester eliminiert wurde. Dann kam Carmella, dann hatten wir Dana Brooke, die wieder in dem Ring stand und nicht als Sekretärin irgendwie, als Managerin unterwegs. Überraschend kam auch Ember Moon in dieses Match mit Verletzung, mit verletztem Arm. Jacqueline war dabei, eine Diva, die alteingesessene Wrestling-Fans auf jeden Fall kennen. Kairi Sane aus NXT war mit dabei. Kelly hat sich die Ehre gegeben und war dabei. Lana natürlich. Dann kam Lita, die... Ehrlich, die Halle ist ausgerastet, als Lita kam. Richtig cool. Liv Morgan war dabei. Mandy Rose. Dann natürlich die erwähnte Michelle McCool. Mickey James. Molly Holly. Unglaublich, Molly Holly war auch dabei. Naomi war dabei. Natalya. Nia Jax. Nikki Bella. Ruby Riott. Sarah Logan. Sasha Banks natürlich. Sonya Deville. Tamina. Tori Wilson, die ich auch ewig nicht gesehen habe. Sie sieht natürlich bombastisch aus, muss man nicht drüber streiten. Wrestlerisch ist sie zwar kacke, das weiß ich schon immer, aber sie war trotzdem fit, auf jeden Fall. Fit, war auch nicht so lange drin, aber ich glaube, selbst sie durfte jemanden eliminieren. Ich weiß nicht wen, aber ich glaube, jede Diva durfte eine Diva eliminieren. Ich glaube, es gab niemanden, der nicht wenigstens einen rausgeschmissen hat. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Es könnte sein, dass Brie Bella nicht jemanden rausgeschmissen hat, aber ich weiß es nicht. Egal. Ich glaube, das spielt auch keine Rolle. Dann meine persönliche Traumfrau, Trish Stratus. Und da ist die Halle noch mehr ausgerastet als bei Lita. Trish Stratus, oh mein Gott, wie gut sie noch ist. Das ist unfassbar. Die Frau ist, ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Sie sieht unglaublich gut aus und sie muss schon um die 40 sein. Ich glaube, sie ist sogar schon über 40. Und sie sieht einfach unfassbar gut aus. Und im Ring hat sie auch nichts verlernt. Sie hat wirklich ihre ganzen Aktionen gezeigt. Stratisfaction, Stratosphere, wo sie diesen Handstand auf dem untersten Ringseil macht, was eigentlich sehr, sehr athletisch ist. Und sie hat das einfach, obwohl sie schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren nicht mehr wrestelt, ich weiß es nicht, hat sie einfach diese Aktionen gebracht. Und dann gab es noch eine, über die ich mich nicht gefreut habe. Ich habe jetzt noch Tinnitus auf dem Ohr. Vicky Guerrero ist tatsächlich dabei gewesen. Und ja doch, Vicky Guerrero durfte niemanden rausschmeißen. Am Ende konnte sich Asuka durchsetzen gegen, ich glaube, Nikki Bella war bis zum Schluss drin. Beide waren so auf dem Ringrand. Nikki Bella hat sie niedergeschlagen. Und Asuka fiel so auf den Ringrand, aber fast nach draußen und tritt ihr dann vors Bein, sodass Nikki Bella am Ende vom Ringrand rutscht und Asuka dementsprechend den ersten Royal Rumble der Diven gewonnen hat. Das heißt, einmal Shinsuke Nakamura und einmal Asuka, der Royal Rumble fest in japanischer Hand. Und natürlich hat Asuka gewonnen, das war auch klar von vornherein. Hätte ich 1000 Euro gehabt, hätte ich auch 1000 Euro auf den Sieg von Asuka gewettet. Aber das dicke Ende kommt zum Schluss, denn ganz am Ende, Charlotte und Alexa Bliss saßen außerhalb des Rings und haben sich den Royal Rumble angeguckt, auch nicht eingegriffen, alles ist fair abgelaufen. Und dann, ist es passiert. Ronda Rousey kam zum Ring, die Musik wurde gespielt, sie zeigte auf das WrestleMania-Schild und wollte Asuka die Hand geben, aber Asuka schlug ihre Hand einfach weg. Und jetzt ist die Frage, wie wird natürlich Ronda Rousey eingebaut? Sie zeigt auf WrestleMania, allerdings sind ja Charlotte und Alexa Bliss die Champions. Das bedeutet, eine von den beiden wird wahrscheinlich bei WrestleMania sein und gegen Asuka antreten. Oder Ronda Rousey holt sich irgendwie den Titel. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Zeichen gemeint ist. Vielleicht gibt es auch ein Triple Threat Match. Ich habe null Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Diven Royal Rumble hat mir deutlich besser gefallen. Es gab eine Aktion, wo Sasha Banks einfach
die Aktion brutal gebotcht hat. Ich weiß nicht, ob nur mir das aufgefallen ist, aber sie tritt auf Asuka ein in die Ringecke. In dem Moment kommt eine andere Diva gerade zum Ring, der Countdown läuft also ab. Und Sasha Banks guckt, wer da reinkommt und tritt einfach weiter so die ganze Zeit ins Leere. Und Asuka muss halt diese Tritte einstecken und sie wird halt nicht getroffen. Man sieht es einfach so deutlich, das war sauschlecht und Gott sei Dank hat Sasha Banks nicht gewonnen. Alleine für diese Aktion wurde sie zu Recht eliminiert. Also ganz ehrlich, das war schwach. Das war schwach. Und sie hat übrigens Trish Stratus rausgeschmissen. Deswegen nochmal besser, dass sie rausgeflogen ist. Und ja, das war der Royal Rumble auf jeden Fall. Der Diven Royal Rumble, richtig, richtig gut. Hat mir gut gefallen. Die Diven haben es besser gemacht als die Männer. Die Männer haben es nur ordentlich gemacht. Die Matches dazwischen waren gut. Das Brock Lesnar, Braun Strowman, Kane Match war sehr langweilig. Schade eigentlich, habe ich mich drauf gefreut. Wurde aber wirklich enttäuscht. Schlechtestes Match des Abends auf jeden Fall. Bestes Match des Abends. Boah. AJ Styles, Kevin Owens, das erste war schon echt geil. Aber ja, ich würde sagen, der Diven Royal Rumble hat's getoppt. Einfach weil da zu viel drin war. Es waren so viele Diven von damals dabei. Und die sind auch alle noch so unglaublich fit und haben gut mitgemacht. Haben krasse Aktionen gezeigt. Okay, bei Lita habe ich einmal ein bisschen Angst gehabt, als sie ihren Moonsault gezeigt hat, diesen Salto vom obersten Seil. Ich dachte, Gott, Mädchen, brech dir bitte nicht das Genick. Und es ist auch knapp gewesen. Ich glaube, das war sehr knapp mit ihrem Kopf am Boden, aber okay. Hat geklappt, alles gut. Klasse Royal Rumble Match. Insgesamt von 5 Sternen würde dieser Royal Rumble 3,5 Sterne bekommen. Aber auch nur wegen dem sehr guten Diven Royal Rumble. Ansonsten hätte das Ding hier nur 2 Sterne bekommen. Aber gönnt es euch. Gönnt euch den Royal Rumble. War echt eine gute Veranstaltung. Kann man sich geben. Sehr, sehr viel In-Ring-Action natürlich, alleine durch die Royal Rumble-Matches. Ich glaube, fast 3 Stunden In-Ring-Action. War ordentlich. Die Veranstaltung ging auch über 4 Stunden. Also, ja, klar, 2 Royal Rumble-Matches. Als nächstes wird es dann wahrscheinlich Fastlane geben, wo ich hoffentlich etwas früher die Review machen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.